Ein neuer Tag bricht an. Und somit haben wir hier unseren Australian Shepherd. Wieder bei den Zwillingsbergen. Und dieses Mal werden wir den geilen Kleinen sogar etwas zu essen machen. Während wir den einfach füttern werden. In die Hand. Ja, wir riskieren damit unser Wildfleisch. Schmeißen es hin. Und lassen ihn fressen. Irgendwann wird er sich dann entscheiden, wegzurennen. Er rennt weg. Da ist es! Danke! Ja, das war ein richtiger Goldschatz. Hast du echt gut gemacht. Guter Hund, guter Hund. Ups. Der Hund. Mann. Ah. Na gut. Dann würde ich mal sagen, wir machen unsere Reise mal Richtung hier weiter. Der Grund ist, wir wollen das Ding da erreichen. Wenn wir das Ding erreichen, haben wir ein richtig schönes Update auf unserer Map. Hi, wie geht's? Vielleicht sollte ich mal ein Pferd mitnehmen. Oder ich soll den Berg erklimmen. Eins von beiden. Auf solchen beiden Ebenen denke ich, ist immer ein Pferd besser. Naja. Der Weg kann uns so vieles enthüllen. Vor allem, dass der Turm einfach mal so aussieht, als wäre er ziemlich nah dran. Und genau deswegen lohnt sich die Reise schon. Ich meine, wir überqueren dann einfach so einen Fluss. Und hier gibt es noch einen Wald. Ist das ein Schwein? Ist Hirsch! Ich bin ein Hirsch! Natürlich kann ich rennen! Nein! Lass den Hirsch in Ruhe! Oh. Ich hasse euch! Ihr verdammten! Dinger! Ich habe euren Namen vergessen! Wenn ihr ins Wasser fallt, seid ihr tot! Ist ein Vorteil! Der geht jetzt erstmal auf Schwein. Wie die frustriert sind und dann Steine nach dir werfen und nicht mal treffen. Nicht mal treffen können die. Diese Viecher, ey. Okay, wir können ausruhen und weitermachen. Wir kommen so weit hoch.
Das ist das, was wir eigentlich schon lange erreichen wollten. Oh mein Gott, wir schaffen das nicht. Au. Ich kletter mal schräg. Da gibt es nicht nur so platte Ebenen. Die schaffe ich auf jeden Fall. Da kann man auch stehen bleiben zur Not dann. Ein bisschen weiter nach da. Oh. Dankeschön. Danke. Gut, wir haben es geschafft. Erstmal ausruhen. So, und essen. Geht's hier weiter hoch. Oh, da ist es. Gleich um die Ecke. Einfach den Pfad. Das macht der Stein mit mir. Echt so ein frustriertes, hobbyloses Vieh. Hat Steine nach mir geworfen. Schon wieder. Knochen! Knochen als Verteidigungswaffe. Die sind einfach nur da. Oh nein! Ich glaube, ich kenne den Pfad. Der ist schlimm. Ich weiß nämlich, was mich da erwartet. Ich weiß es einfach. Hüpf und klein. Wenn es der ist, wo ich denke, dass es ist, dann weiß ich, was da hinten ist. Und ich hasse es. Jetzt schon. Deswegen speichere ich mal ab. Nicht, dass ich wieder so weit katapultiert worden werde. In Ost. Was? Nekluda. In Ost Nekluda. Bin ich jetzt und. Wenn es das ist, was ich denke, dass es ist. Dann sind wir gleich wieder tot. Außer wir rennen ganz schnell. Und komm da hoch. Oh. Das war ja nur ihr. Natürlich. Ich komm damit nicht klar. Die Beine! Schmeißt der einfach hinterher. Der hat sie einfach hinterher geschmissen. So wie ich so. Du kümmerst dich jetzt auch um. Warte mal. Ich kenne die Stelle. Das ist doch nicht die Stelle, die ich dachte. Es gibt nämlich hier eine ganz besondere Stelle in diesem Dings. Und zwar mache ich die kaputt. Ich dachte, ich mache die kaputt. So, jetzt muss ich da irgendwie auf die andere Seite kommen. Wie schaffe ich das am besten? Gleit mal hier vorbei und dann klettere. Wenden! Nein! Oh nein, jetzt bin ich viel zu weit nach unten. Ich hoffe, man kann hier stehen. Eigentlich wollte ich nicht so weit runter. Ich wollte eigentlich. Eigentlich nur auf die andere Seite von dieser Wand da. Und das schaffen wir auch irgendwie. Wenn wir jetzt spurten. Genau. Dann müssen wir nur eins machen, nicht das. Und die Reibung zündet das Teil an. So. Thank you.
denn jetzt brennt das nämlich alles nieder. Au. Und wir dürfen uns das jetzt alles ansehen. Wie das hier alles niederbrennt. Der Hateno-Turm. Ich habe eine Kettenreaktion nämlich durch den Stein jetzt ausgelöst. Nicht nur das. Bei mehreren brennenden Dingern gleichzeitig entstehen Aufwinde. Das heißt, wenn das jetzt brennt, können wir uns hier rauf katapultieren. Bis dahin so ungefähr. Und ab hier können wir nämlich hochklettern. Wir haben es geschafft, Jungs und Mädels, der Zelda-Fanbase. Wir haben es auf diesen Turm geschafft, ohne uns einmal das Genick zu brechen. Was natürlich jederzeit immer noch geschehen kann. Ich kenne mich ja schließlich. Und wir müssen auch irgendwann mal unsere Ausdauer noch ein bisschen verbessern. Ich habe ein scheiß Gefühl, wisst ihr das? Wir müssen irgendwie auf die andere Seite. Das kriegen wir nur hin, indem wir hier irgendwo stehen bleiben können. Das geht schlecht. Oh oh. Wir gehen erstmal auf die Seite. Ein bisschen zu tief. Aber wirklich nur ein bisschen. Das schaffen wir wieder da hoch. Dann können wir mich hier erstmal ein bisschen ausruhen. Und weiter geht's. Wenn man sich nämlich das ansieht, dann geht das wie so eine Spirale hoch. Was man hier wirklich machen kann, ist erst einmal drumherum gehen. Dann versuchen immer höher zu klettern. Nicht das, was ich wollte, aber ja. Manchmal ist es anstrengend, immer zu warten. Moment, was geht denn hier? Ah, da ist eine Lücke. Okay, da kommen wir hin. Die haben wir vorhin übersehen. Die Lücke ist wichtig, die führt euch nämlich direkt nach oben. Da komme ich direkt auf den Weg nach oben. So. Weiter geht's. Den Hit sehen wir hier nämlich noch. Da sind noch ein paar Stacheln. Wenn wir uns jetzt stoßen, fallen wir tief und sterben. Doch, wir haben es geschafft. Wir sind oben. Wir haben somit den nächsten Kartenabschnitt freigeschaltet. Das ist nämlich der Hateno-Turm. Und die wollen ja, dass wir nach Hateno gehen. Denn dort befindet sich ja das Hateno-Institut. Datenübertragung beginnt. Wir haben es geschafft. Das ist eigentlich das, was wir die ganze Zeit vorhatten. Und jetzt wissen wir auch umso besser, wo wir hin müssen. Und wo wir nicht hin müssen. Das war natürlich nur ein Scherz, wir müssen überall hin. So, dann würde ich mal sagen, geht's dahin weiter? Ich würde mal sagen, ja, da ist das Dorf.
Das ist Hateno. Da unten, da hinten, da ist Rauch. Da auf dem Berg, das ist bestimmt ihre Erde. Und da sieht man auch gleich das Hateno-Institut im Hintergrund. Also wissen wir, wo wir jetzt weiterhin gehen. Wir fliegen. Nichts ist geiler als fliegen. Auch wenn wir nur beschränkt fliegen können, aber fliegen macht trotzdem Spaß. Führt ein Weg direkt im Kreis. Das könnte verdächtig auf Stall hindeuten. Die Pfade kommen nicht von ungefähr. Oh, muss runter. So. Und da melden auch schon wieder meine Schreinsensoren. Das ist ja was Neues. Was ist mit dem los? Hallo? Ist alles in Ordnung? Hallo? 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 Du lebst! Oh mein Gott, Dude! Au! Und das sage ich Mac noch, dass sie vorsichtiger sein und auf ihre Umgebung achten muss. Aber wenn es um Maxi-Trüffel geht, lasse ich mir so um einiges gefallen. So, lass uns hier nicht weiter unsere Zeit vertun. Es gibt schließlich noch Maxi-Trüffel zu finden. Maxi-Trüffel. Hey, ein Guy mit Esel. Mein treuer Esel. Du bist fast in Ateno. Das ist mein Heimatdorf. Frisches Gemüse, nette Leute und ein geheimnisvolles Institut. Für diese drei Dinge ist unser Dorf bekannt. Oh, und übrigens. Es wäre großartig, wenn du was kaufen würdest, aber ich bin schon froh, wenn du meine Waren nur ansiehst. Ah. Seh dich in Ruhe um, ich hab's nicht eilig. Ziegen, Butter, Milch und Ei. Ah. Hm. So, dann helfe ich dir mal mein Geld verdienen. Dieser verflexte Sattel. Du willst plaudern? Wenn er so ist, erzähle ich dir etwas über Pferde. Auch Pferde ermüden, wenn sie rennen. Du kannst deinem Pferd also nicht ständig die Sporen geben. Achte stets auf den Status deines treuen Reittiers. Bisher bin ich nicht auf sowas, sowas Geheimnisvolles gestoßen, was mir sagen würde. Wer? Wer ist wer da? Bist du ein Eindringling? Nein, ein Reisender. Hm, stimmt schon. Du siehst aus wie ein. Du siehst wie ein ganz normaler Hylianer aus. Und unter den Hylianern gibt es nicht viele böse Leute. Tut mir leid, dass ich vorschnelle Schlüsse gezogen habe. Dann geh ruhig weiter. Du bist hier auf der Durchreise, oder? Also, wenn du einkaufen willst, wirst du im Krämerladen fündig. Das Gasthaus liegt weiter hinten. Was bist du denn für ein Kind? Ich bin müde. Bis morgen. 20.10 Uhr, da müssen Kinder im Bett sein. Hm? Ich muss ins Bett. Ja. Oho, wen haben wir denn da? Zum ersten Mal im Hateno? Da habe ich eine grandiose Idee. Wie wäre es mal mit einer kleinen Führung? Ich komme schon klar. Oh. Wir reden morgen wieder, oder? Tschüssi. Guten Tag! Schönes Wetter, oder? Ne, sieht besser aus. Sah schon mal besser aus. Der Krämerladen Mistral wartet auf deinen Besuch. Seh dich in aller Ruhe.
Das ist schon das Neueste. Oh, wirklich? Was fällt dir ein? Versuchst du uns zu belauschen? Das kannst du vergessen. Die Jugend von heute. Ich muss mein Wörtchen mit deinen Eltern reden. Man belauscht keine fremden Gespräche. Keine Sorge, ich will nicht hin. Red jetzt ruhig weiter. Aber muss ich sagen, das finde ich gerade schon witzig. Was ist denn hier immer? Maul. Und ein Schrein. Welche der Schrein ist von hier oben zu erreichen? Noch so ein Kind. Spiel Nummer 2 ist die Mythe und geht heim. Wir haben heute wieder geheime Informationen gesammelt. Aber jetzt muss ich leider ins Bett. Mitten in der Nacht ist so nicht verwunderlich, denke ich. Nee, bist du los. Ich meine, das sind kleine Kinder, die sind 3 bis 5 Jahre alt. Und da musste ich auch immer sehr früh ins Bett, als ich so alt war. Wer das noch kennt, der hatte auf jeden Fall eine Kindheit gehabt. Unter Eltern, die immer darauf geachtet haben, dass du dann und dann ins Bett gehst, wenn du immer müde warst. Und dann hast du immer gesagt, ich bin aber nicht müde. Und dann innerhalb von 10 Minuten so. Überblicke. Was ist denn das? Ich weiß nicht, ich will nicht sehen. Sind wir auf dem Berg auf der anderen Seite. Da ist ein Schrein. Da direkt da oben. Da ist noch einer direkt da unten. Das ist die mitten auf dem Meer. Was hast du immer höher? Also ich bin jetzt, kann man wirklich sagen, einmal im Kreis gelaufen. Habe ich das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, man hätte das sich mit dem Turm noch ein bisschen einfach machen können. Oh nein, das ist das Ding. Bist du auch hier, um deine Traumfrau zu finden? Genau. Ja, ich auch. Aber Fehlanzeige. Bisher hat mich noch niemand hier blicken lassen. Das ist ein totaler Reinfall. Liegt der legendäre Liebesteich vielleicht doch woanders? Also, wenn ich das so ehrlich sein darf, sieht das sehr aus wie ein Herzschmerzteich. Und die Karte zeigt das auch an. Das ist ein Herzschmerzteich. Nennt sich auch Ebenholzberg. Aber der Liebesteich muss ganz woanders sein. Kann man sich eher vorstellen. Metall. Geht das mal kaputt? Na toll. Nur Steinsalz. Dafür habe ich meine Axt geschwungen. Das ist mitten auf dem Ozean. Kann ich doch sicher nicht hinfliegen, oder? Also mit dieser Haustau auf jeden Fall nicht, ne?
Doch. Jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Oh mein Gott! Sag bloß, ich schaff das wirklich. Ah, ich fall gleich runter. Nein. Nein. Ich habe es nicht geschafft. One Versuch wert. Gibt da wohl einfach noch nicht die Ausdauer dafür. Alter, bin ich von Athena weit weg. Alter. Diese Wasserfälle, die kenne ich doch. Schrei in der Nähe. Also, ich habe ihn gefunden. Ich habe den Schrein gefunden. Lami runter. So, da habe ich zumindest die Stelle schon mal als Teleportziel markiert. Ich muss euch mal was Schönes vorlesen, was mir meine Freundin gerade geschrieben hat. An Link. Link, du faule Sau, du hast 100 Jahre gepenst, warst fast tot, hast kein Gedächtnis, aber töte mal das größte Übel ever für deine Schnalle, die nichts von dir wissen wollte, und befreie 4 beschissene gigantische Kriegsmaschinen. Link. Ah ja! Oh Gott, das ist geil. Weil Link redet ja nicht. Egal was er sagt, er kann immer nur ja sagen. Oh Gott, wo bin ich? Willkommen, Pilger. Geht das nochmal? Moment, das ist die Apparatur. Die ist einfach. Die ist total pipifax. Wisst ihr warum? Ich zeig's euch mal. Okay. Das war nicht das, was ich wollte. Okay. Okay, das war nicht das, was ich wollte. Und da rollt er nun. Wenn man das so sieht, ist das Einfachste der Welt. Da braucht man kein Labyrinth machen, man dreht einfach seinen Controller um die eigene Achse und Ende. Das war's. Mehr braucht man nicht machen. Ist das nicht toll? So kommt man auch an seine Ziele.
Wenn ein frisch gefallenes Wildschwein unruhig wird, solltest du es mit Hilfe von EL beruhigen. So wird es mit der Zeit gehorsamer. Wir haben es geschafft. So, das nächste Ziel wäre dann wahrscheinlich im nächsten Part, dann das Hateno-Institut. Wir werden uns auf jeden Fall erstmal das Spiel speichern. Dann werden wir uns im nächsten Part wiedersehen. Wenn wir von Hateno aus direkt zum Hateno-Institut gehen und dann von irgendwelchen Problemen wissen, die wir dann beseitigen können, damit alles so läuft, wie es laufen soll. Abonniert auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder meinen Kanal. Klingelt das Glöckchen. Und dann sieht man sich auf jeden Fall hundertprozentig wieder beim nächsten Part von Legend of Zelda The Breath of the Wild. Damit wir viel Spaß haben werden. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.